Warschau 1971. Kaiser Franz und Co. kämpfen um das Ticket für die Europameisterschaft. Gastgeber Polen geht in Führung, doch das deutsche Team ist nicht allein. Genießt die Rückendeckung von 15.000 Fans, davon rund 10.000 aus der DDR. Mit dabei auch Günter Hohmann aus Riesa. Alle haben das gleiche Ziel: die Breitner, Müller oder Netzer einmal live erleben. Als es hieß, in Polen ist das Qualifikationsspiel, da war der ganze Betrieb und alle mit. Und unterwegs haben wir dann welche im Zug schon getroffen, die da auch hin wollen. Ne? Und da waren noch Lehrer dabei, die sagten, hoffentlich pfeift das ja keiner an, dann fliegen wir nach raus. Und so war ja so. Ne? Alle, egal ob aus Leipzig, Riesa oder sonst wo im Osten, befürchten angesichts dieser und ähnlicher Spruchbänder mögliche Konsequenzen. Dazu bekommen die Fußballverrückten aus der DDR vom Fußballfachblatt West am nächsten Tag eine ganze Seite gewidmet. Da läuft die Stasi-Maschinerie schon auf vollen Touren. Auch Günter Hohmann wird aktenkundig. Wie er im Herbst 73 erfahren soll, vor dem deutsch-deutschen Meisterduell im Europapokal. Wo Dresden gegen Bayern spielte, da hatten sie mir gesagt, wir werden sie im Auge behalten. Ich sage, da mal zu. Ich hatte mir ja auch nicht vorzuwerfen. Ne? Den Abend in Warschau wird Günter Hohmann nie vergessen. Er genießt die tolle Stimmung im deutsch-deutschen Fanblock und sieht nach dem frühen Rückstand seiner Lieblinge eine überragende Vorstellung. Am Ende ein souveräner 3:1-Erfolg des kommenden Europameisters. Ja, danach hat der Netzer ein großes Spiel gemacht und der Müller explodierte ja förmlich noch. Den morgigen Auftritt der fußballerischen Urenkel der Helden von damals wird sich Günter Hohmann vor dem Fernseher anschauen und sich erinnern an die irre Geschichte von Warschau 1971.